In diesem Video schauen wir uns den VPN-Anbieter Ivacy VPN an. Und als erstes kommen wir mal zur Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit mit OpenVPN und 256-Bit-Verschlüsselung und der UDP ist hervorragend eigentlich. Also von meinen 100 Mbit sind mir noch 95 bzw. 96 Mbit je nach Server übrig geblieben. Ich habe Server benutzt, die geografisch in meiner Nähe stehen. Das Einzige, was negativ aufgefallen ist, es gibt 4% Paketverlust. Das sieht man unten, dass beim Pingen von der 888 4 Pakete verloren gegangen sind. Das ist mir weder bei meinem Anschluss ohne VPN noch bei einem Konkurrenz-VPN-Anbieter passiert. Angemerkt habe ich das beim Support, aber es wurde innerhalb von 30 Stunden nicht gefixt. Deshalb fließt es jetzt hier in den Test ein. Dann kommen wir mal zu den Features. Wie gesagt, wird OpenVPN unterstützt. Es gibt eine eigene Software. Es werden mehr als 50 Länder angeboten. Es gibt die Option Split Tunneling zu betreiben, also verschiedene Anwendungen zu sagen, dass sie nicht über den VPN gehen sollen. Es gibt für verschiedene Zwecke verschiedene Server, zum Beispiel für Peer-to-Peer, was aber dann auch zur Folge hat, dass auf den Servern, die nicht für Peer-to-Peer gedacht sind, Peer-to-Peer geblockt wird, was ich für negativ halte. Und es gibt auf dem Port 443 keinen OpenVPN-Zugang. Das hat den Hintergrund, auf 443 läuft der HTTPS-Traffic und wenn ein freies WLAN zum Beispiel bestimmte Protokolle blockiert, kann es eigentlich nie das Protokoll TCP auf 443 blockieren, weil da der HTTPS-Traffic drüber geht. Und deshalb haben eigentlich alle VPN-Anbieter einen Zugang über diesen Port, denn damit kommt man auch aus gesperrten WLANs raus. Ist mir persönlich auch selber mal passiert. Zum Glück hatte ich dann anderen VPN-Anbieter und konnte da das WLAN quasi mit dem VPN verlassen. Dann noch eine weitere Besonderheit. Die Server stehen nicht da, wo sie angezeigt werden, dass sie stehen sollen. Zum Beispiel habe ich einen Server in Panama mal mit einem NS-Lookup versucht zurückzuverfolgen. Da bekomme ich vor allem erstmal einen anderen Server zurückgegeben, nämlich vplus-pa.toserver.com. Und wenn ich diese IP mal in eine Whois-Abfrage füttere, dann komme ich auf einen Standort in den USA. Zudem ist der Server nicht von Ivacy, sondern von PureVPN, aber dazu später mehr. Ja, kommen wir zum Support. Es wird ein Live-Chat angeboten, in dem erhält man technisch zumindest kompetente Antworten. Das Problem mit dem Packet Loss konnte dennoch nicht behoben werden. Und ich habe auch natürlich was ich schon angesprochen hatte, dass der Server von PureVPN ist, habe ich natürlich gleich mal nachgefragt und habe eine dreiste Lüge erhalten, denn dass die nichts miteinander zu tun haben. Kommen wir also zur Sicherheit und da sieht es auch nicht so gut aus. PPTP wird als Standard angeboten. PPTP gilt seit 2012 als geknackt und sollte für einen sicheren VPN nicht zum Einsatz kommen. Nichtsdestotrotz, man kann natürlich OpenVPN verwenden, aber PPTP ist eben Standard und auch die Verschlüsselung ist standardmäßig ausgeschaltet. Was positiv anzumerken ist, es tritt kein IP-Leak auf, weder mit WebRTC noch ein DNS-Leak noch ein IPv6-Leak, wenn man in der Software die entsprechenden Optionen benutzt. Unten sieht man nochmal die Werbung, dort wird mit einer 256-Bit-Encryption geworben, die bekommt man auch, wenn man OpenVPN verwendet, aber halt bei PPTP hat man die eben nicht. Das finde ich etwas irreführend, weil halt PPTP dort der Standard ist. Kommen wir zu den Preisen. Die Preise sind im Moment sehr günstig, allerdings auch nur mit einem Discount, also es ist reduziert. Es soll angeblich wohl demnächst noch ein günstigeres Angebot geben. Ich finde das sehr unübersichtlich. Mir wären da klarere Preisstrukturen lieber gewesen, aber für 2 Jahre für 40 €, da kann man, 40 $, kann man natürlich nicht viel falsch machen. So, jetzt kommen wir mal zu der Gesamtwertung. Ich würde 2,5 von 5 Sternen vergeben. Man hat eine umfangreiche Software, die IP-Leaks verhindert. Das tun nicht viele. Man hat viele Protokolle und viele Server zur Auswahl. Gegen den Anbieter spricht die mangelnde Sicherheit, die instabile Verbindung mit den Paketverlusten und der wichtige OpenVPN-Port fehlt. Naja, und ich fühle mich natürlich beschissen, wenn mich der Support so dreist anlügt. Kommen wir mal also nochmal zu der Zusammenarbeit zwischen PureVPN und Ivacy, die ja im Chat geleugnet worden ist. Aber wir schauen uns hier mal die Software an und vergleichen die mal, wie die aussieht. Und die schaut schon sehr ähnlich aus. Da fällt also schon das erste Mal ins Auge, dass das eventuell der gleiche Anbieter mit einem anderen Namen ist. Und dann kommen wir zu einem weiteren Indiz bei der öffentlich einsehbaren PureVPN und Ivacy Serverliste.
sieht man hier bei PureVPN, dass die Server auf pointtoserver.com enden. Und auch bei IVC gibt es einen Server, der auf pointtoserver.com endet. Also die benutzen scheinbar hier irgendwie die gleiche Domain. Aber das ist noch nicht genug. Den Server, den wir vorhin gesehen haben, in dem falschen Standort, den sehen wir hier nochmal über den Traceset. Da habe ich die IP eingeblendet, die hatten wir vorher auch. Und hier die Whois-Abfrage. Und da wird als Besitzer eben PureVPN rausgespuckt und nicht IVC. Diese Information habe ich jetzt nicht großartig in den Test mit einbezogen, soll nur eine Hintergrundinformation sein, was hinter dem Anbieter steckt und ob ihr so einem Anbieter denn trauen würdet.